Das Aquarell stellt die Sonne dar und einen Greif, der den päpstlichen Stab in seinen Klauen hält. Das soll die Ankunft des zukünftigen Antichristen symbolisieren. Auf den Klerus werden aufgrund seiner Ankunft große Schwierigkeiten zu. Die Deppen gucken mal eure Finsternis an, Alter. Die Sonne scheint, um einen Wandel darzustellen. Ich glaube fest, dass dieses Bild die Ankunft des gefürchteten Antichristen darstellt. Die Sonne steht immer für astrologische Weisheit. Der Kopf des Drachens und das Schwert auf dem vorderen Teil des Drachen symbolisieren höchste Macht. Der Drache ist genauso wie der Geißbock, ein Symbol des Teufels. In der christlichen Theologie ist das der Kopf des Teufels oder des Antichristen. Oh.